Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 mit Konrad Adenauer im Jahr 1942 und ja, bei der Invasion auf China. Die ersten paar Meter haben wir in der letzten Folge gemacht. Ansonsten ein bisschen über die Orga gekümmert, immer noch so ein bisschen Panik vom Russen. Aber ja, haben hier noch ein bisschen was an Gebieten. Danzig und Posen haben wir bekommen, ehemalige deutsche Staatsgebiete. So langsam sieht Deutschland ganz gut aus. Und das Bündnis sieht ja auch nicht schlecht aus, kann man echt nichts sagen. Einzige was, wow, mir fällt gerade das auf, worum ich mich noch kümmern sollte. Ja, fällt gerade auf, dass das Kominternbündnis ja aus ein bisschen mehr als Russland besteht. Ich brauche ganz dringend Infanterie, um das zu halten. Weil hier unten. Ihre Befehle? Nehmen wir einen davon. Gehen wir da hoch. Sehr valider Befehle! Punkt. Wo seid ihr denn? So, ihr seid da unten. Sehr valider Punkt. Ich brauche noch mal zusätzlich zu dem, was ich momentan ausbaue, Fallschirmjäger und so weiter, brauche ich definitiv noch mal eine Armee an Infanterie. Das kann ruhig die hier sein, weil die soll hauptsächlich halten. Ihr seid extrem wichtig, geht immer vor. Weil das hier unten habe ich total vernachlässigt, dass wir da ja auch noch eine Grenze haben an der Stelle. Gut. 2 Tage Forschung sind rum. Jetzt müssen wir uns wirklich Gedanken machen, was wir sinnvoll als nächstes forschen. Radar, weiß ich nicht, halte ich nicht für so wichtig. Halte ich persönlich gerade nicht für so wichtig. Das läuft. Verschanzung. Verschanzung könnte mal ganz interessant sein. Pionier Verschanzung plus 2. Ja, das nehmen wir mit. Jetzt kurz gucken, ob ich auch Pioniere dabei habe. Ja, Pioniere sind dabei. Gut. Und die Totenkopfjungs, bei euch sind auch Pioniere mit dabei, oder? Ja, auch. Okay. Gut, also ab und zu kommen mal so ein paar Truppen mit tatsächlich Waffen an die Front, aber die Mehrheit der Truppen, ja, ist eher unbewaffnet. Sagen wir es mal so, ist eher unbewaffnet. So, die zwei kriegt ihr zurückgeworfen, aber da unten geht ihr halt drauf, ne? Also die südliche Insel. Kann ich denen helfen? Zuhören. Kann ich denen helfen oder kann ich denen nicht helfen? Befehle. Ja, dann machen wir das doch. Verstehen wir die Befehle und geht mal bitte dahin. Und dann gucken wir, dass wir die schnell ins Meer zurückwerfen und dann können wir immer noch die Truppen wieder hochverlegen. Mit welchem Nachdruck der hier seine Truppen wegschmeißt, finde ich einfach unfassbar. Zuhören! Zu spät. Dann geht doch mal bitte dahin. Danke. Ihre Befehle? So, alle dahin, danke. Gut. Okay, dann schmeißen wir die nämlich schnell ins Meer zurück und dann gehen wir wieder hoch in den Norden und hoffen, dass wir bis dahin nicht abgefangen werden. So. Ja, läuft hier weiter. Okay, ich verliere 4 Artillerie, aber ich habe mehr als genug in Reserve. Das passt soweit. Keine Vorlage für gezogene Flak, ja, das weiß ich. Nicht Achtung! zugewiesene Division. Achso, ja, die 3, okay. Geht ihr mal zu, danke. So, Schiffe. Wie sieht denn meine Kriegsmarine momentan aus? Vom Aufbau her. Wir haben ein Schlachtschiff. Die Bismarck. Und einen schweren Kreuzer. Ansonsten Zerstörer und U-Boote. Okay, ich brauche auf jeden Fall Großkampfschiffe. Schlachtschiff. Also da brauchen wir mindestens 5 Stück. Brauchen 2 Stück pro Jahr. Ist natürlich extrem wenig. Leichte Kreuze. 2 mal mehr und dann lass mich noch einen. Dann muss ich eigentlich auch mal wieder nachforschen, ne? Quatsch. So.
Und 5 davon. So. Ja. Das sieht ganz sinnvoll aus. Südostasien, wo sind wir denn? Niemand. Das Tempo ein bisschen höher drehen, passiert eh nicht viel. Ne? Hier oben rennt sich die Birne ein. Da kommt ein Japaner angewackelt. Bereit zum Ausrücken. Im Großen und Ganzen Schiffe sind hier zu erwarten. Keine. Ein anwesendes feindliches Schiff, okay. Die Marinebomber könnten ja eigentlich auch mal was tun. Angetreten! So, die Hälfte davon geht da hoch. Ihre Befehle. Angetreten! Und die andere Hälfte geht bitte darunter. Boah, verlegt euch einmal noch gescheit, ey. Oh, armer Rommel ist krank, 36%. Scheiße, ich pack's nicht. So, mein Telefon klingelt gerade. Zuhören! So, dann nehmen wir den Blick, meint. So, entschuldigt, Telefonproblem beseitigt. So, ja, dieses Verlegen könnte auch effizienter sein, zum Beispiel indem man einfach strategisch mal dahin fährt und dann den Rest so macht, aber gut. Wir wollen es mal nicht vertreiben. Lass es sich verlegen. Ich habe, glaube ich, genug auf Lager, um das damit umzugehen. So. Jetzt die Frage, will ich mal eins vorgehen? Ja, lass uns mal eins vorgehen. Lass uns dann Ching holen. Ausrücken! Wow, wow, Alter, ganz viel passiert. So. Polnische Regierung ist Exil geflogen. Okay, der Fall von Warschau. Okay, achso, das war's schon. So, jetzt hat sich da aber von den Regionen. Wir haben jetzt eine Volksrepublik Polen. Eine weißrussische unabhängige SSR. Okay. Und wir haben in Niemandsland. Keine Ahnung, was das soll mit dem Niemandsland. Okay, das ist eine geile Farbe. Das habe ich noch nie gesehen. Okay. Und hier oben haben wir noch. Was bist du? Ah, du gehörst auch zu Weißrussland. Okay, du gehörst zu Weißrussland. Ehemaliges Memelland. Gut, Truppen, ein ganzer Haufen. Ja, jetzt mal gucken, was da passiert. Kriegsgrund hat er keinen. Dann hoffen wir, dass es so bleibt. Die Bunkerproduktion ist in vollem Gange, oder? Ja, hier oben sind sie schon fertig. Hier fehlen noch einzelne Bunker. Okay. Unten fehlen noch ein paar. Gut, Bunkerproduktion läuft. Weiter geht's in China. Dann eine Angriffslinie bitte bis zur Spitze, alle 12 Divisionen, perfekt. Befehle. Eine Angriffslinie bis hierhin, perfekt. Und los geht's. Werft die mal bitte ins Meer zurück. Angetreten. So, jetzt der haben wir gepackt. Den sollten wir eigentlich auch recht schnell packen. Was schon geil ist, dass wir hier mit 2 Divisionen 19 feindliche Divisionen zurückwerfen kannst. Das ist nur eine 20er Gefechtsbreite. Habe ich die echt klein gemacht?
9000 Mann, Gefechtsbreite, Tatsache, 21 Gefechtsbreite. Okay, da habe ich echt ein relativ schmales Template, das aber ganz ordentliche Angriffswerte erzielt. Könnte ich mal überlegen, ein bisschen mehr reinzuhauen. Gut, wenn ich mechanisierte Truppen habe, wäre das natürlich eine Überlegung, die nochmal mit mechanisierten Truppen auszubauen. Aber mit dreien, ja, drei ist jetzt nicht unbedingt die Zahl, die ich mehr nennen würde. Die sowjetische Expansion. Das politische Klima in litauische unabhängige SSR bewegt sich schon seit einiger Zeit. Litauen gab es auch, okay. Rechte Kommunismus, der Machtaufstieg der kommunistisch stellt den Höhepunkt einer Entwicklung dar. Seitdem sind die Mitglieder der neu gebildeten Regierung nicht müde geworden, für engere Beziehungen zu Sowjetunion zu lobbyieren. Vor wenigen Tagen hat Antanas Nikus den Sowjets offiziell die Kontrolle über das Land in die Hände gegeben. Eine Reihe europäischer Nationen hat bereits gegen die kürzliche Eingliederung der litauischen unabhängigen SSR in die Sowjetunion protestiert. Diese einer aggressiven Außenpolitik zur Erweiterung ihrer... Hallo, die hatten Krieg. Natürlich ist das eine aggressive, wird die Außenpolitik nicht mehr. Sowjetische Offizielle weigern sich, die kürzlich erfolgte Assimilierung von litauisch unabhängig als aggressiv anzuerkennen. Sie behaupten viel mit der Gebietsausfähre wäre ohne jeglichen sowjetischen Druck irgendwas. Irgendwas mit ohne Druck, behaupten sie. So, den hole ich mir jetzt auf jeden Fall. Das finde ich übrigens nett. Okay, das ist aber eine Messerschmitt. Eine BF. Gut, ja, was... Achso. Ah, der obere Teil da, oder was? Litauische Volksrepublik hat ja Ansprüche. Okay, das haben sie als abgegeben. Das war ja jetzt auch bombastisch viel. So, wie sieht's denn mit meinen Truppen hier aus? Die wären bereit. Okay, dann machen wir das aber auch. Wir setzen die. Das ist jetzt alles 24 Stück. Ja, okay. Und den Rest schmeißen wir weg. Gut. Und 24 Jungs gehören zu einem neuen General. Der gehört hier hin. Dann brauche ich irgendjemand, der was kann. Guderian. Angriff, Planung. Beförderungskosten interessiert mich nicht. Planungsgeschwindigkeit. Auch hier hat der Anführer Angriff. Panzerkommandant ist jetzt nicht ganz so wichtig. Der hat wenig Beförderungskosten. Der hat auch wenig Beförderungskosten. Planung interessiert mich nicht. Ich nehme den Kesselring. Hier hin. Farbe anders. Habe ich noch nicht in dieser Ecke. Gelb. Gelb. Perfekt. Und dann trainierst du, wenn du da ankommst. Danke. So. Gut, weiter da drüben. Helft ihr da mal ganz kurz. So, wie sieht es hier unten mit euch aus? Werden die letzten getötet? Sehr schön. Den Rest könnt ihr Holländer selber machen. Könnt ihr mal bitte? Danke. Erwin Rommel mal wieder verwundet. Das scheint er wohl häufiger zu haben. Okay, das ist jetzt kein schlechter Angriff. Geht hier mal gucken, ob wir das verhindern können, dass die auch wieder zurückkommen. Okay, ne, vergiss es. Wir machen die Flugzeugträger Angst. Ich dachte zuerst, es wären weniger, aber auf die Art und Weise ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Ich könnte von hier, glaube ich, besser dahin fliegen, oder? Machen wir das mal. So, okay, damit hätten wir deren Hauptstadt schon mal. Wie sie. Na gut, jetzt geht es halt wieder direkt dahin zurück, wo sie eigentlich hingehört, Nanjing. Mich hat es eher gewundert, dass sie hier Nanjing genommen haben. Aber gut.
Das passt soweit. Ihr trainiert fleißig. Okay, die muss ich im Auge behalten, dass ich die auch rechtzeitig aufhört zu trainieren. Nein, lieber Italiener, du lässt den Spaß. Finde, weißt du, wie. Okay. Jetzt gibt es den. Ja. Den Krieg wird es dann relativ schnell geben. Neue Waffen, perfekt. Die neuen SDKFZs würde ich gerne zuerst forschen. So, neue Waffen. Waffenproduktion ist 80.000 Waffen, okay. Waffenproduktion ist perfekt. Das wäre vielleicht auch nochmal was, was ich drehen könnte, beziehungsweise weiter hochschieben könnte. Ich habe eine Waffenproduktion, ich habe einen Haufen Panzerproduktion, die würde ich mal runterfahren. Stattdessen ein bisschen mehr in moderne Waffen setzen, da haben wir mehr als genug. LKWs brauche ich glaube ich auch nicht. Ja, das war abzusehen. Ja, Finnland würde gerne unserem Bündnis beitreten. Wäre zum jetzigen Zeitpunkt ein Krieg gegen die Sowjetunion clever? Ich glaube nicht. Sorry, Jungs. Fragt die Alliierten. So, gib mir mal hier noch 100 Jäger mehr, 100 Marinebomber mehr. So, die haben so ein bisschen aber auch die Lust verloren, merke ich gerade. So. Angetreten. Rommel, mein Freund. Du kriegst eine, nee, eine Rückzugslinie, sorry. Erstmal hier, Hanoi. Warum 23, der kann alle 24 da oben. Erkläre mir bitte, warum du da nicht hin willst. Die Britische könnte Einfluss auf die Türkei aus. Okay, was bedeutet Einfluss auf die Türkei ausüben? Ein bisschen was an Demokratie. Sowjetunion annektiert Tantanan und bla 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 bla. So, was macht ihr als nächstes? Fordern sie die Meerenge. Welche Meerenge denn? Istanbul. Oh, okay. Okay. Vielleicht, dass es sowas gibt. Marineflieger. Da könnte ich natürlich wirklich mal neue gebrauchen. Weil irgendwie werden die nicht so effektiv, die Jungs. Okay, ein halbtotes Schiff. Hier die uns vom Himmel. Stopp! Angetreten. Ah ja, okay, ihr geht darüber. Dann ist gut. Okay, ihr geht hier an Land. Das ist perfekt. Expeditionstruppen ablehnen. Ablehnen. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Nein, ihr macht nicht mit. So, 19 Schiffe. Ist jetzt auch. Hochrahmen erforschen auf jeden Fall, die finde ich interessant. So, zeig mal ganz kurz, wie sieht dann. Oh, die Marine ist halt echt übelst, ne? Flugzeuge kann ich problemlos mithalten, das ist nicht der Schmerz, aber Marine. Marine tut echt weh. Südostasien, was haben wir hier? Ah, hier versucht er mal wieder zu kommen. So, jetzt, hier sollten aber meine Bomber. Ja, Marinebomber sind am Start. Keine Jäger in der Luft, nur Marinebomber, das ist optimal. Ablehnen, danke. Auch kein Mensch. Oh, guck mal da. Angetreten. Dann bitte einmal Ihre Befehle. Zurückwerfen. Okay. So, haben wir was erwischt? 15 Jäger, 15 Marinebomber abgeschossen. Interessiert mich relativ wenig. Ich würde gerne Schiffe versenken. So wie hier. Ne, ich habe eine Bombe abgeschossen, interessiert mich nicht. Ja, alles nicht so, wie es sollte. Ja, also hier erwarte ich doch ein bisschen mehr, Jungs. Befehl. So, tötet die beiden mal schnell, danke. Zuhören. So, dann ganz kurz abbrechen. Kann ich euch einen Speerspitzenangriff auf Ganshu befehlen?
Ja, kann ich. Perfekt. Dann machen wir das mal. Wie sieht es mit der Versorgung aus? Ja, perfekt. Die sollten da problemlos reinpassen. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Gut. Dann sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. 20 Minuten sind um. Geht gerade so nicht ganz super schnell voran, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe da auch keinen Bock, alles Mögliche zu versauen, nur weil ich hier rumhetze. Wann ist denn das passiert? Okay, wir sind, wir werden wohl mit der Sowjetunion in den Krieg müssen. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und ja, hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dann. Ciao, ciao.